bin Malerin und heute sind wir im Schloss Stürm, wo ich gerade mein neues Atelier bezogen habe, wo wir uns heute umschauen werden. Ich habe 2014 angefangen in Münster zu studieren. Da war ich gerade 18 und ich habe mich entschieden, Freikunst zu studieren. Und das war eine sehr gute Entscheidung. Für mich war es wunderbar, in Münster zu studieren, gerade weil es erstmal die Möglichkeit bietet, sehr, sehr ungestört zu sein und sich zu konzentrieren auf das, was man wirklich machen will und Zeit zu haben, Leidenschaften zu suchen. Zu malen bedeutet, ein Bild zu malen und noch eins zu malen für mich. Und es gibt schon gute und schlechte Bilder und es gibt ja, vielleicht von 20 Bildern, die ich mache, vielleicht drei gute. Es ist viel Scheitern dabei. Es ist immer Scheitern dabei, egal wie gut man wird. Ich habe, seit ich angefangen habe, auf Leinwand zu malen, relativ schnell von Acrylfarben zu Ölfarben gewechselt, weil es mir in meinen Bildern mehr, also zugänglicher ist, besser funktioniert für mich. Das liegt daran, dass Ölfarben dem Malenden einfach viel mehr Zeit lassen. Ich habe einen recht massiven Tisch hier stehen. Ich male die Bilder, gerade die kleinen Bilder, im Liegen. Das liegt daran, dass die Hand mehr Kontrolle hat und das Schauen anders funktioniert. Und das Wichtige ist, wenn man malt und gerade wenn man im Sitzen malt, dann auch zurückzutreten, sich auf den Stuhl zu stellen oder ein paar Meter nach hinten zu laufen, zu gucken, wie verändert sich das Bild, je nachdem, wie der Blick sich verändert. Die Dinge, die ich male, sind häufig Dinge, die durchaus verwurzelt sind in der malerischen Tradition. Sachen wie Vorhänge oder Fenster, Türen, Durchblicke, Durchgänge. Aber auch einfach sehr, sehr viel Leere oder Dinge, die fast in abstrakte Bildräume kippen. Was mir wichtig ist bei der Auswahl meiner realen Räume oder den Dingen, die ich mir anschaue, um Bilder zu machen, ist, dass das Bild geeignet ist, das Motiv geeignet ist, um daran Malerei zu zeigen, um daran malerisch zu denken und malerischen Fragen nachzugehen. Ich freue mich sehr darüber, diesen Sommer arbeiten zu können, ohne darüber nachzudenken, wie ich Notwendigkeiten wie eine Wohnung und andere Dinge erfüllen kann und mich ganz auf meine Arbeit konzentriere, und dafür bin ich der VR-Bank sehr dankbar. Mhm.